Okay. Ready? Ich bin Henning, 20 Jahre alt und ich habe mit 14 angefangen. Wie geil ist bitte der Name Henning Hühnerbein? Okay. Henning Hühnerbein. Henning Chicken Leg. Ja, im Englischen. Brutal. Also einen besseren Namen kann man nicht haben. Chicken Wing wäre vielleicht auch noch geil. Aber das ist schon ein brutaler Name, Alter. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Das, was da passiert ist, ist wirklich so passiert. Also es, klar wurde da viel weggeschnitten. Ne? Der Drehtag ging irgendwie einen ganzen Tag oder einen halben Tag. Ich habe auch ein Video dazu gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch mal reinziehen so. Aber das, also so wie die das da wiedergeben, war das auch so ungefähr. Und den Henning, den kannte ich zum Beispiel nicht. Also ich habe bis zu dem Punkt, wo ich ihn im Raum erlebt habe, getroffen habe, nicht gekannt. Real Talk. Ich wollte Sozialarbeiter werden, weil ich mich gegen Ungerechtigkeit stark machen wollte und weil ich gesehen habe, dass ich viele, viele Menschen in meinem Umfeld habe, die es nicht so einfach haben. Außerdem wollte ich Sozialarbeiter werden, weil der Studiengang NC-frei war, da wo ich das gemacht habe. Und ich so ein schlechter Schüler war, dass ich mir sowieso nichts anderes zugetraut habe. Also, muss man halt auch sagen, ne? Mittlerweile ist der NC bei 1, was weiß ich was. Wobei, es gibt ja immer noch auch NC-freie Hochschulen. Also die Hochschule, an der ich studiert habe in Darmstadt, die ist ja, glaube ich, immer noch NC-frei. Vielleicht hat sich es auch geändert, ich habe keine Ahnung. Aber damals war es NC-frei. In Deutschland haben nicht alle die gleichen Chancen. Wer das sagt... Was sagt ihr denn dazu? Hä? Kommentiert mal, was ihr zu dem sagt, was der Henning da meint. Also haben in Deutschland alle die gleichen Chancen oder nicht? Die Kommentare sprechen ja für sich. So, ne? Da sieht man ja ganz klar, wer was denkt. Aber wie sieht es denn mit euch aus? Sagt und wer das glaubt, hat die Straßen nicht erlebt. Und dafür muss man kein Sozialarbeiter sein. Ich glaube, das kann man auch machen, indem man sich mit Menschen befasst. Verrückt. Geschenk oder was? Jetzt habe ich aber gar nichts für dich. Ich glaube, das war der dritte oder vierte Overall, den ich da probiert habe. Also die haben mir einfach eingebracht, da habe ich keiner reingepasst. Und den habe ich danach angezogen, allerdings in der Umkleide. Also ich habe 3 oder 4 Stück von den Dingern anprobiert. Ja. Und dann irgendwann hat einer gepasst. Das war echt auch sehr nervig. In so ein Ding reinzukommen, ist verdammt schwer. Muss ich noch zumachen, oder? Hier steht's ja, das Gespräch findet anonymisiert statt. Alle erkennbaren Merkmale, die auf Klasse, sozialen Status oder persönlichen Geschmack hinweisen, werden in diesem Experiment eliminiert. Bis auf diese Uhr. Also die Uhr, die ihr da gerade seht, die hat der Henning angehabt, als ich ihn kennengelernt habe. Ne? Und dann hat er sich schnell ausgezogen. Dann habe ich schon gesehen, okay, der trägt so eine Apple Watch und das muss was heißen. Ne? Ich bin jetzt mal gespannt, auf wen ich gleich treffen werde. Hi. Hi. Alles klar? Was geht ab? Mach mal so, hi. Mal so, ja. Hallo. Kennt ihr diese übelst seltsamen Momente, die so peinlich sind, Alter? Wenn man nicht weiß, gibt man jetzt die Hand oder schlägt man ein und dann so. Das ist so seltsam. Und so war genau dasselbe auch. Und das war richtig peinlich, Alter. Aber gut. So, ihr beiden, ihr durchlauft jetzt 3 Runden, in denen ihr sehr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei... So persönlich fand ich die Fragen ehrlich gesagt gar nicht. Da hätte ich mir noch andere, passendere Fragen gewünscht. Ich habe in ein paar Kommentaren gelesen, dass Leute geschrieben haben, ich bin so ruhig und so entspannt, weil ich gekifft habe. Ich habe seit bestimmt 5 Jahren nicht mehr gekifft. Also ich war total nüchtern. Ich habe auch nichts getrunken oder so ein Quatsch. Frage an beide. Wenn du dich selbst in 3 Worten beschreiben müsstest, welche würdest du wählen? Mönch, Zigeuner, was sagst du? Digga, geh doch auf die scheiß Frage ein. Ich halte so viel von dir, finde dich cool, also will ich nur deine scheiß Meinung zur Karate anhören. Ist doch gut, Alter, bleib doch locker. Alles gut. Ja, was ist was für eine Frage? Meine Meinung zu Karate Andi, dem Rapper... Ja, cool. Cooler Typ. Ist jetzt nicht so meine Mucke, aber ja, hab den auch noch nie getroffen. Kann jetzt nichts dazu sagen. Aber er ist bestimmt ein netter Typ. Kommt bestimmt noch. Irgendwann sitzt er bestimmt auch noch bei mir im Interview. Sympathisch, gerecht und stabil.
Ich würde sagen, dass ich ziemlich weltoffen bin. Stabil ist eine Charaktereigenschaft, die ich jedem ans Herz legen kann. Seid stabil. Ziemlich frei in dem, was ich tun kann. Aber auch immer ziemlich ehrlich bin. Okay. Also, bereit? Wie die es auch geschnitten haben. Ja, okay. Bereit? So, verschwende nicht meine Zeit. Geh mir aus der Sonne, Henning. Ich habe da echt den ganzen Tag Zeit gehabt. Also, wenn ihr irgendwie glaubt, ich hatte da keinen Bock drauf oder so. Ich war tiefenentspannt. Echt. Wenn du dich für jede Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du als Gast zum Essen zu dir nach Hause einladen? Wenn ich mir jetzt eine Person aussuchen müsste, und dann würde ich tatsächlich mich gerne mal mit Elon Musk zusammensetzen. Und Elon Musk, mit wem würdet ihr euch gerne zusammensetzen, wenn ihr könnt? Ich mit Pac oder Biggie oder Snoop oder so. Aber oder Bob Marley wäre ich mir auch spannend. Mike Tyson, Muhammad Ali. Weiß nicht, es gibt so viele Leute, auf Elon Musk wäre ich gar nicht gekommen, aber ich bin auch nicht Henning Chicken Leg. So sehen, wie seine Visionen sind und was ihm so durch den Kopf geht. Also ich glaube, irgendwer aus der Hip-Hop-Branche, Tupac oder Biggie, an die beiden habe ich sofort gedacht. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Tatsächlich nicht. Nix sagt dir das, unfassbar. Krass, okay. Hammer. Wie kann einem Tupac oder Biggie nichts sagen? Alle, meine Mutter kennt Tupac und Biggie. Das gibt's doch nicht. Wie kann man Tupac und Biggie oder wenigstens einen von beiden nicht kennen? Unglaublich. Also ich finde es krass, ich finde es gehört absolut zu Allgemeinwissen. Gerade auch Tupac, der war jetzt nicht nur bekannt für drei Lieder, sondern auch für alles, was er politisch angestoßen hat. Also kann man schon kennen und gerade auch so, ach egal, ich finde es einmal verrückt. Okay. Welche Charaktereigenschaft magst du selbst an dir am liebsten und warum? Respekt. Respektvoll. Was eure Charaktereigenschaft, wo ihr sagen würdet, ist geil. Ich finde respektvoll auf jeden Fall, passt ganz gut zu mir, glaube ich. Würde ich jetzt einmal mal behaupten, also zu dem stehe ich bis jetzt. Ich bin immer respektvoll, versuche ich immer respektvoll zu sein zu Leuten. Egal wer es ist, ob es ein Obdachloser ist, ob es ein Lehrer ist, ein Polizist ist, ein Typ, Fremder auf der Straße, Freunde, Verwandte, Respekt ist für mich ganz wichtig. Weil man selber will ja auch respektiert werden, geben und nehmen. Ja, die Frage ist, wie definierst du Respekt, ne? Also was ist für dich respektvoll und was ist für mich respektvoll oder los, ne? Also sogar heute habe ich mit einer Frau im Arbeitskontext in WhatsApp geschrieben, die meinen Namen im WhatsApp nicht richtig geschrieben hat, okay? Daraufhin, also es war nicht heute, es war beim letzten Gespräch, vor ein paar Wochen haben wir auch per WhatsApp geschrieben. Da habe ich ihr freundlich gesagt, hey, kannst mich gerne Burak nennen, bei meinem Namen. Und habe Burak noch rausgeschrieben, ne, und habe nicht gesagt, nenn mich irgendwie bei meinem Namen, sondern kannst mich gerne Burak nennen. So habe ich es hingeschrieben. Heute mache ich mein WhatsApp auf. Und obwohl die das gesehen und bestätigt hat, so eine auf, ey, der hat noch geschrieben, sorry und so, schreibt die wieder meinen Namen falsch. Und ganz ehrlich, jetzt kann man sagen, ist Hektik, ist Stress, die war unterwegs, der, was weiß ich, Bus ist gerade gekommen, die ist beim Hinrennen, hat die meinen Namen reingetippt. Ey, aber wenn das doch wiederholt passiert ist, ist man doch doppelt so sensibel. Ja? Und da kann ich euch ein Lied von singen. Und natürlich nervt es. Das hat auch was mit Respekt zu tun. Auszusprechen. Gerade auch ein Lehrer im Kopf so auf der Hauptschule. Der hatte halt voll Spaß daran, so extra meinen Namen nicht richtig auszusagen. Der hat sogar, nachdem er meinen Namen falsch ausgesprochen hat, ständig gegrinst. Okay, das ist krass zu hören. Dieser Lehrer, es war so ein Punkt, Punkt, Punkt. Der hatte so einen richtig Spaß daran, mich aufzuziehen mit meinem Namen. Was ein Typ, Alter. Schon spannend, ist er? Hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten anderen? Darf ich fragen, warum die Kindheit so schwierig war? Wenn ich dem erzählt hätte, warum meine Kindheit schwierig war und die Wahrheit gesagt hätte, wäre der Typ wahrscheinlich so, wie er gerade sitzt, einfach so vorm Hocker gefallen. Hätte sich den Kopf irgendwo angedotzt und ich wäre wegen schwerer Körperverletzung angezeigt worden und dann ab in Haps.
Deswegen. Also es ist so in Watte gepackt, was ich da erzähle, und entspricht so 10% oder 20% der Realität. Freunde, meine Kindheit war richtig hart. Das, was ich da erzähle, ist fürs Fernsehen. Warum geht man viel arbeiten? Weil man. Warum geht man sonst arbeiten? Weil man Geld verdienen muss, weil man Miete bezahlen muss, weil man Rechnung bezahlen muss, weil man eine Familie ernähren muss. Andere gehen arbeiten, weil sie Karriere machen wollen und hast nicht gesehen. Und da trennt sich halt da trennen sich die Welten für mich. Ja? Karriere machen muss gekonnt sein, das muss man sich auch erlauben können. Aber arbeiten gehen, hasseln gehen, Brot nach Hause bringen, ist ein ganz anderes Thema. Was ganz anderes. Aber lernt man da dann nicht auch einiges bei? Also ich kenne es von meiner Kindheit auch. Meine Eltern waren auch relativ viel arbeiten und wir hatten immer Kindermädchen bei uns zu Hause, die halt mit uns dann gespielt haben und so weiter. Wir hatten immer Kindermädchen bei uns zu Hause, die halt immer mit uns gespielt haben. Wir hatten ein Kindermädchen zu Hause, die immer mit uns gespielt hat. Also, korrigiert mich. Hatten die mehrere Kindermädchen, die mit denen gespielt haben? Oder hatten die ein Kindermädchen, die mit denen gespielt haben? Für mich klingt es so, als hätten die Kindermädchen, also mehrere. Und das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Und ich denke mir so, krass, ne? Wie geil eigentlich, also wie cool, wenn die Eltern weg sind, dass trotzdem Leute zu Hause sind, mit denen man spielen kann, mit denen man was machen kann, so. Und das ist so voll, also was ein Privileg. Richtig krass. Vor allem, wenn es Kinder, Mädchen waren, also mehrere, ja. Und übrigens, Kindermädchen sind keine Babysitter oder Babysitterin. Das ist nochmal was anderes. Also nochmal quasi wie sagt man, Level Up vom Babysitter. Richtig krass. Random Upload fragt, hast du eigentlich bei deinem Studium einen Kredit aufgenommen oder bist du arbeiten gegangen? Ein Jahr BAföG, so 10 Monate glaube ich. Und dann habe ich BAföG quasi nicht mehr weiter verlängert, weil ich arbeiten gegangen bin. Also ich habe in 3,5 Jahren, glaube ich, habe ich studiert insgesamt. 6 Semester sind ja 3 Jahre, 7 sind 3,5. Ich habe 3,5 Jahre studiert und davon ungefähr 9 oder 10 Monate BAföG ganz am Anfang behalten oder bekommen. Was natürlich auch, wovon man die Hälfte ja zurückzahlen muss, ne? Und dann bin ich arbeiten gegangen, weil ich keinen Bock hatte auf dieses ganze Zurückzahl-Game. Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten? Boah, eine Sache zu suchen, finde ich tatsächlich schwierig. Also es gibt viele Dinge, wofür ich dankbar bin. Essen auf dem Tisch, Dach über dem Kopf, Wasser jeden Tag, kein Krieg, Frieden, Familie, Gesundheit, kein Krieg, keine Ahnung. Alles irgendwie, ja, in Harmonie leben und so. Ey, es gibt so viel. Kein Krieg, habe ich schon erwähnt. Ich hätte gesagt, ey, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass meine Familie gesund ist, dass ich Essen auf dem Tisch habe. So, reicht. Gott sei Dank reicht. Der kommt halt mit der liberalen Gesellschaft, wo sich jeder verwirklichen kann. Ist auch okay. Dafür bist du am dankbarsten, dass du Weiß in ich der nicht. Also liberalen Welt. Dafür bist du am dankbarsten. Ich hab mir gedacht, wirklich dafür so? Nicht für was anderes? wenn man sich andere Staaten irgendwie anschaut, jetzt Entwicklungsländer oder so, wäre man da groß geworden, glaube ich, gibt es nicht hier die Chancen, die wir hier haben. Das ist auch der beste Vergleich immer. Ja, in Bulgarien, da haben die das nicht und in Südafrika läuft so und in New York ist dies und in der Türkei ist das und in Syrien ist doch so. Ja klar, man kann natürlich alles immer mit allem vergleichen und dann irgendwie, ne, schlecht und gut vergleichen, aber ich finde es halt natürlich auch einfach, ne, ist easy zu sagen, ja, in einem anderen Land ist etwas schlechter, deswegen ist gut, wie es hier läuft. Ja, aber wir müssen noch mit den Vergleichen im Land bleiben. Und das finde ich halt immer so ein bisschen, ja, ein bisschen so sich einfach gemacht. Wobei natürlich finde ich es geil, dass hier in Deutschland es schön ist und dass, also, ne, dass man hier Möglichkeiten hat und so. Ist alles cool. Und das wünsche ich mir für alle Länder und alle, die ganze Welt da draußen. Ja? Frieden und Harmonie und Möglichkeiten und alles. Aber nur weil es woanders schlechter läuft, heißt nicht, dass es hier optimal ist. Und nur weil es woanders,
besser läuft, heißt nicht, dass man, ihr wisst, was ich meine? Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt überlege, wofür bin ich wirklich am dankbarsten, dann wäre das, dass wir in dieser Gesellschaft leben. Erzähle von etwas in deinem Leben, auf das du stolz bist. Ich habe vielen, vielen Jugendlichen, glaube ich, in einer sehr mittellosen, schwierigen Zeit die Hand ausstrecken können. Mhm. Darauf bin ich stolz. Es gibt Jugendliche, die ich wirklich maßgeblich so inspirieren oder motivieren oder beeinflussen konnte, dass sie echt coole Sachen auf die Kette gekriegt haben. Und das finde ich geil, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Bin ich echt stolz drauf. Also, ich meine, ich habe Sachen in meinem Leben gemacht, auf die bin ich nicht besonders stolz. Und ich feiere jetzt nicht jeden Move, aber ich habe hier in Berlin gerade auch, seit 5 Jahren arbeite ich hier in einem Projekt, wo wir jungen Menschen, jungen Erwachsenen helfen, von der Straße oder ins Arbeitsleben oder in eine Wohnung oder von ihren Problemen wegzukommen. Oder halt irgendwie das Beste aus ihrer Situation zu machen, sich zu entwickeln und so weiter und so fort. Und da gibt es echt Jungs und Mädels, die ich kennengelernt habe, die, keine Ahnung, mit 17 in irgendwelchen obdachlosen Einrichtungen gepennt haben und 2 Jahre später nach der Arbeit mit mir, die in eine Wohnung gezogen sind, Ausbildung angefangen haben, einen geregelten Tagesablauf hatten, Kohle verdient haben und wieder so ein bisschen Würde und Sinn im Leben hatten. Ne? Und das ist halt einfach geil und darauf bin ich extrem stolz. Und das arbeite ich, ne? Das ist mein Job, da gehe ich die Woche 40 Stunden in meinen Job und versuche Jungs und Mädels, junge Erwachsene, Jugendliche halt so zu supporten und das finde ich halt geil. Das heißt, du standst also mit 14, 15 schon vor Gericht, ja? Genau, richtig. Okay. Kann man auch anders sehen, wenn man das jetzt so neutral denkt. Jetzt weiß ich Bescheid, mit wem ich bin, ja? Richtiger Gangster. Ich meine, das ist ja krass, ne, Freunde? Der ist ja ein Wunderkind. Wie kann man denn in so einem jungen Alter überhaupt schon so ein Brain haben und über das Business sprechen? Das ist krass. Ich respektiere das auch, wirklich. Heftig. Was soll man sagen? Das ist nämlich hier. Und oh. Na, guck mal, ein Video. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf. Und bis dahin, Freunde, wusste ich auch nicht, wer das ist. Also jetzt habe ich es erfahren. Jetzt werde ich es erfahren. Und ja, das ist ja der Sinn des Experiments gewesen. Ne? Und das finde ich auch cool. Also das Format ist eigentlich ganz geil. Und falls ihr euch fragt, was ich gerade am Handy gemacht habe, ich habe eine Story gepostet auf Instagram, dass alle wissen, was wir gerade machen. Jeder kann aus seinem Leben das machen, was er für richtig hält. Ob man später viel Geld verdient oder nicht und all diese Sachen. Was sagt ihr zu der Meinung? Kann jeder aus seinem Leben das machen, was er für richtig hält? Schreibt es mal in die Kommentare, Freunde. Würde mich mal interessieren, was ihr so dazu sagt. Weil ich bin anderer Meinung. Und wenn ich sage, ich bin anderer Meinung, dann bin ich nicht per se anderer Meinung, sondern ich finde, es gehört kommentiert. Wie ich eben auch im Video gesagt habe. Du kannst schaffen, was du willst. Wenn du das und das und das hast. Oder du kannst schaffen, wenn du willst, wenn du die Voraussetzungen hast. Oder wenn du das und das und das kannst oder beigebracht bekommst. Oder da gehört so viel dazu zu dem Satz. Das kann man pauschal gar nicht so sagen. Und das, so hat mich das Leben geprägt. Ja? Meine Meinung. Ja? Ihr könnt alle anderer Meinung sein. Ich sehe das ja jeden Tag. Ich arbeite jeden Tag mit Menschen. Wenn du elternlos auf die Welt, also elternlos aufwächst und irgendwie, keine Ahnung, voll die Scheiße frisst als Kind und so. Natürlich kannst du es dann auch schaffen, je nachdem, was auch schaffen heißt. Aber wir lassen jetzt einfach mal so stehen und sagen, du kannst es schaffen. Klar kannst du es schaffen, aber wie und wie schnell und mit welchen Hürden und welchen Wegen, das ist halt alles so die Frage. Aber dass man es schaffen kann, habe das ja auch nie verneint. Ist ja klar, wo ein Wille, da ein Weg. Wenn Gott so will, ne? Aber es ist halt nicht immer so einfach, ne? Also erstmal Respekt auf jeden Fall für die Firmengründung mit 14, Bruder. Hey, was soll ich sagen? Mein Bruder, was geht, Alter? Aber ich teile nicht alles, was du sagst, aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und deswegen interessiere ich mich dafür, was du erlebt hast und wie du so deinen Weg gefunden hast. Auch wie ich so einfach so sage, nee, ich bin anderer Meinung, ne? Also ihr müsst euch, weil ich sag das am Ende, ein Fazit gibt's noch am Ende. Ja, ist mit Sicherheit vorhanden, aber wenn wir über Chancengleichheit sprechen, reden wir ja darüber, wie einfach es ist, etwas zu erreichen. Und
Wenn wir über Chancengleichheit sprechen, reden wir darüber, wie einfach es ist, was zu erreichen. Nee, eben nicht. Sondern wir reden darüber, ob alle dieselben Ressourcen und dieselben Möglichkeiten haben, dieselben Chancen haben, alle an derselben Startlinie mit denselben Skills beginnen zu starten. Darüber reden wir. Chancengleichheit bedeutet genau das. Ja? Stellt euch einen Boxkampf vor, okay? Ein Ring, jetzt tun wir einen MMA-Profi rein und jetzt tun wir so einen Lulatsch rein, der in seinem Leben noch nie jemanden geschlagen hat. Beide kämpfen aber im selben Wettbewerb und beide kämpfen im selben Ring. Jetzt kann man sagen, die nehmen beide am selben Spiel teil. Aber wer ist denn klar im Vorteil? Ja? Und das sagt da, im Sport hat man da mitgedacht, da sagt man, ey, das ist unfair, es braucht Gewichtsklassen, es braucht Vorbereitung, es braucht Erfahrung, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Ne? Da kämpft kein 130-Kilo-Typ gegen einen 58-Kilo-Typ. Ja? Aber im Leben hat man da noch nicht so keine, im Leben gibt es halt keine Gewichtsklassen in dem Sinne. Ne? Das ist halt, jeder ist auf sich allein gestellt. Du kannst es schaffen, du musst es aber nicht. Ja? Oder vielleicht kannst du es halt auch nicht. In der Oberstufe wollte ich halt unbedingt aufs Wirtschaftsgymnasium, um eben das Fachliche nochmal zu vertiefen. Aber das war eben staatlich und da hat man schon gemerkt, dass das Niveau ja doch etwas anders ist. Aber auf dem staatlichen Wirtschaftsgymnasium weiß man ja auch, da tobt das Leben, Freunde. Das ist Hard Knock Life auf dem Wirtschaftsgymnasium. Auf dem Wirtschaftsgymnasium, also ich würde nachts, ich würde meine Freundin nachts nicht durchs Wirtschaftsgymnasium laufen lassen. Nicht, dass von Seite ein Typ kommt mit Taschenrechner in der Hand. Bababam und Wurzelrechnet und Dings, Quadratzahlen und Algebra. Wirtschaftsgymnasium, Freunde, wer ist diese Bronx? Wer ist Harlem? Was ist Berlin-Kreuzberg? Pff, Neukölln, irgendwelche Araber-Clans und irgendwelche Was für Clans, Land, Wirtschaftsgymnasium, Bruder, da tobt das Leben. Aber trotzdem hatte ich auch da Mitschüler, die auch aus schwierigen Elternhäusern gekommen sind. Und wenn wir eben darauf eingehen, zum Thema Netzwerken, es gibt Social-Media-Kanäle, LinkedIn, Instagram. Freunde, ich denke mir so gerade, ey, ich mache es mir so schwer jeden Tag im Alltag. Ja? Ich treffe obdachlose Menschen. Ich treffe so Kinder, die nichts zu fressen haben. Ich treffe so irgendwelche Jugendlichen, die mir erzählen, ihr Vater drückt Zigarettenstümmel auf deren Arm aus. Ich treffe so Mädels, die so sexuell missbraucht werden. Leute, die keine Wohnung haben. Die Knast rein, Knast raus. Also Leute, und ich racke mir so ein ab, ja, bei denen und denke mir so, was kann man tun, was kann man machen, wie kann man die irgendwie so beeinflussen, wen kann man anrufen, wie kriegt man einen Job, welche Termine muss man machen, jeden Tag 24 Stunden, Und gerade fällt mir auf, ich bin einfach noch nie auf die Idee gekommen, diesen Leuten, all diesen Menschen zu sagen, googelt's doch einfach, ey. Chicken Wing, Chicken Wing. Freunde, warum ist mir das noch nie in meinen Sinn gekommen, dass ich den Leuten einfach sage, ey, netzwerkt euch, googelt doch einfach. Ey, googelt doch einfach. Du hast keine Wohnung? Google doch. Vielleicht findest du eine. Du bist heroinsüchtig. Kennst du schon YouTube? Vielleicht gibt es da Tutorials, wie man von seiner Sucht wegkommen kann. Ach so, du hast keine Aufenthaltsgenehmigung und darfst nicht arbeiten gehen. Ey, Bro, ist doch einfach. Google doch einfach. Selber schuld, Alter. Und ich mache mich fix und fertig da draußen. Stattdessen ist es so einfach. Also Facebook und Co., auf dem man Unternehmer anschreiben kann, die man inspirierend findet. Oder wenn du eben auf Veranstaltungen bist, wo du dich mit anderen Unternehmern triffst, da wirst du als junger Mensch immer wahrgenommen. Unteren Schicht bzw. mit einem nicht so starken Elternhaus groß wird, dass es dann unmöglich ist, aufzusteigen? Definitiv nicht. Ich will mal was sagen zu dieser unteren Schicht. Ey,
Ich weiß ja nicht, was man glaubt so oder in was für einer Bubble man lebt. Und früher war das vielleicht auch so, dass es echt so Unterschicht gab, dann gab es so Mittelschicht, dann gab es so obere Mittelschicht, dann gab es so Richie Rich. Ey, Freunde, Mann, jeder Mensch auf dieser Welt hat nicht zu fressen gefühlt. Die Schere zwischen Arm und Reich ist so riesig. So, wir reden hier nicht von so paar Leuten, so paar Menschen, die haben so Probleme. Mann, wir reden von einem Großteil der Bevölkerung. Ja? Viele, 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 viele Menschen haben richtig finanzielle Nöte, Probleme, Sorgen, Ängste, Krisen, alles Mögliche. Und ich hatte das Gefühl, der Henning, der stellt es immer so ein bisschen so dar, so, ja, da gibt es halt so ein paar und die haben es halt nicht so einfach, aber ja, so, ist halt so ein Problemchen und da muss man halt gucken, wie man mit dieser kleinen Gruppe von Menschen halt klarkommt. Ey, Bruder, eine halbe Nation hat nichts zu fressen, alle. Was für kleine Gruppe. So, und das, da habe ich halt so ein Problem mit. Dieses so Unterschicht und Mittelschicht. Ey, das ist doch alles dasselbe, Mann. Die Grenzen sind doch so klein, dass der Gesetzgeber sagt, wenn du, keine Ahnung, 2000 Euro verdienst im Monat, bist du Mittelschicht. Wenn du 1600 Euro verdienst, bist du Unterschicht. Alle. Wem reichen heutzutage noch 2000 Euro? Allein die Miete kostet schon die Hälfte deines Einkommens. Was willst du denn dann noch irgendwie, was willst du denn dann noch machen? Inflation, sein Vater, gutes Unterschicht. Nur wundert es mich nicht, dass du Menschen triffst, die was werden, wenn du in einem Gymnasium danach suchst. Verstehst du, was ich meine? Du wirst mit Sicherheit viele Sportler finden im McFit. Du wirst mit Sicherheit viele Auto... Da hat er keinen Bock mehr zuzuhören. Der versteht, glaube ich, auch nicht ganz, was ich meine. Interessierte im Autohaus finden. Du wirst mit Sicherheit viele Leseinteressierte in Bibliotheken finden. Ja, aber nur, wenn man auf dem Gymnasium ist, heißt es... Ich wollte damit einfach nur sagen, erweiter deinen Horizont, mein Bruder. Wenn du in so einem Tunnel aufs Leben guckst, ja, geh mal in die Vogelperspektive, guck mal, was dich umgibt, was alles in der Welt los ist, ja. Natürlich, wenn du nur so einen starren Blick auf einen festgefahrenen Punkt hast, so klar bewegt sich da nicht viel und alles sieht irgendwie einfach aus. Aber ey, das, so einfach ist es halt nicht. Ja, und das meine ich, wenn du im Gymnasium suchst, wirst du Leute finden, die Abitur machen wollen oder Abitur machen. Wenn du im McFit suchst, wirst du Leute sehen, die vielleicht sportlich sind. Wenn du zum McDonald's gehst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du Fettsäcke siehst, ja, oder dickere Menschen. Je nachdem, wo man hinguckt, wenn du in Brennpunkt gehst und guckst, wirst du höchstwahrscheinlich auch mehr Armut erleben, wie wenn du nach Zehlendorf gehst, in die Villenecke. Ja, also... Wenn du in deiner Bubble lebst, dann glaubst du halt irgendwann auch, dass die ganze Welt so ist, wie du sie halt wahrnimmst. Und das meinte ich halt. Du musst vielleicht auch mal rausgehen. Ja, man muss vielleicht halt auch mal rausgehen aus sich und vielleicht auch mal sich bilden und gucken, ey, was geht eigentlich in der Welt ab? Reisen, ja? Sich mal die Welt angucken. Da muss man nicht in die Slums nach Brasilien, da kann man auch mal einfach nach Kranenstein fahren, nach Darmstadt oder nach ins Märkische Viertel oder sonst wohin, ja? Und sich einfach mal so ein bisschen die Gegend angucken und denken, alle, pff, wir reden, ich denke hier so, es geht um eine Minderheit, warum stehen hier 300 Hochhäuser, was ist denn hier los? Ja, und das ist halt das, was ich meinte, aber ich glaube, das ist nicht so angekommen. Gebe ich dir recht. Die Frage ist nur, wo hast du das erlernt, wie hast du das geschafft, das Wissen anzueignen, die Mittel zu haben, netzwerken zu können, das Ganze zu suchen, zu finden? Da wollte ich ihm auch wieder so ein Signal geben, ey, ich will nicht gegen dich sein. So, wir haben unterschiedliche Meinungen. Ist auch okay. So, ich will nicht dein Feind sein. Lass uns austauschen. Da ist so der Punkt gekommen, wo ich mich wirklich interessiert habe für etwas, was er mir erzählt, was sich Leute irgendwie auf die Kappe schreiben können und sagen können, ah krass, okay, das, so kann man es vielleicht auch machen. Ich bin nicht sein Feind. Ja? Es ist einfach nur ein Reality-Check, aber ich bin nicht sein Feind. Und deswegen habe ich auch die Frage formuliert, ey, erzähl doch mal so. Außer Google und Netzwerk. Was kann man machen? Wie hast du es gemacht? So, du bist ja ein Wunderkind. So, erzähl.
Ich habe keine Eltern, die Anwälte sind beispielsweise, die mir sagen, du musst auf diesen Paragraphen vor Gericht klagen, damit du da ein Unternehmen gründen kannst. Das hatte ich damals auch nicht und da auch nicht die Möglichkeit. Aber dann begibst du dich eben auf Eigenrecherche. Wir haben das Internet heutzutage. Du musst nicht in die Bibliothek gehen und dich da stundenlang mit irgendwelcher Fachliteratur auseinandersetzen, sondern du kannst einfach googeln. So. Der Bruder weiß Bescheid, alle. Google, alle, google doch einfach, ja, google doch dein Leben, alle. Hast du ein Problem? Google es. Willst du Geld verdienen? Google es. Geht dir deine Freundin fremd? Google es. Weint dein Kind, weil sich die Knie aufgeschlagen hat? Google es. So, das hatte man vor 20, 30 Jahren noch nicht. Und was hättest du gemacht, wenn deine Mama alleinerziehend gewesen wäre und du noch zwei kleinere Geschwister hättest und das Kindermädchen nicht da gewesen wäre? Was hättest du dann gemacht? Klar, dann wär's. Und die Privatschule nicht da gewesen wäre, alles, was du hattest, halt nicht da gewesen wäre, sondern wenn das Leben halt anders gekommen wäre. Jetzt geht's um Fantasie. Was hättest du dann gemacht? Und jetzt kommt die Antwort. Das ist natürlich eine etwas schwierigere Situation. Und man hätte vielleicht nicht in dem jungen Alter starten können. Aber niemand sagt ja, dass man mit 14 ein Unternehmen starten muss. Also überhaupt nicht. Aber dass man einem Job nachgeht, der schon Referenzen mit sich bringt. Ein Job machen, der Referenzen mit sich bringt, ist gut. Aber man muss ja, wenn man einen Job macht, der Referenzen für sich mitbringt, für einen mitbringt, schon wissen, was man mit diesen Referenzen anstellt. Weil er geht ja davon aus, dass man alles erreichen kann, nur ist es mal leichter, mal schwerer, aber man kann da schon was machen, was einem Referenzen bringt für das, was man dann erreichen will. Aber wer sagt dir dann, was du erreichen willst? Wie kommst du denn überhaupt an den Punkt, dass du dir Zeit und die Kraft im Leben nehmen kannst, zu überlegen, was du erreichen willst? Und das ist eine Ressource, mein Bruder. Das ist eine riesige Ressource, wenn du keine Scheiße frisst, wenn deine Eltern da sind für dich, wenn du alles bekommst, was irgendwie geht, wenn du geliebt wirst, Bruder. Liebe ist das, ist die größte Macht dieser Welt. Wenn du das kriegst, dann kannst du dir auch überlegen, ey, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein, ich habe eine stabile Familie, alles gut, ich muss im Winter nicht frieren, der Kühlschrank ist voll, meine Eltern sind nicht krank, alles läuft. Und dann kann man sich auch überlegen, ey, wo will man hin und was kann man machen auf diesem Weg, um es vielleicht auch zu schaffen oder schneller zu schaffen. Aber das meine ich doch. Dieses Denken, dieses in 5 Jahren Steps denken, ist nicht immer so einfach. Es gibt Mentalitäten und Gewinner und krasse Leute, die schaffen das. Deswegen gab ja schon in jeder Generation Menschen, die gezeigt haben, ey, man kann das rocken so. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, was ist möglich? Hattest du schon mal eine Mutter, die alleinerziehend ist, musste dich um die zwei Kinder kümmern und der Vater ist gekommen, hat nachts die Scheibe eingeschlagen, hat in die Fresse geboxt und das 10 Jahre? Da erzähle ich von einem Fall, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wo das wirklich passiert ist. Da hat der Vater dieses jungen Menschen so ungefähr so plus minus 10, 11 Jahre war der halt alkoholisiert, also alkoholkrank und ist immer wieder, nicht jeden Tag, aber so im Raum von 10 Jahren, im Zeitraum von 10 Jahren, immer wieder gekommen, hat die Mutter geschlagen, hat das Kind geschlagen, hat die Wohnung demoliert, hat die beklaut und immer so auf und abs, aber über 10 Jahre. Real Talk. Weißt aber du, warum muss man mittellos sein als Jugendlicher? Also einen Job zu finden neben der Schule, vielleicht auch einen Job, der einem, wie ich gerade sagte, schon mal Referenzen bringt und vielleicht auch in die Richtung geht, wo man später mal hin möchte beruflich. Das kann man als Jugendlicher doch auch machen. Kann also, man das, wenn man weiß, wo man später hin will als Jugendlicher, wenn man die Kapazitäten hat, herauszufinden und die Ruhe hat, sich so in der Persönlichkeit entfalten zu können, dass man später weiß oder dass man in jungen Jahren weiß, wo es hin will und dann nach Möglichkeiten zu suchen, ja, dann kann man das. Aber wenn man Scheiße frisst, dann muss man die Kraft und die Zeit, die man hat, sorgfältig einteilen, um vielleicht auch erstmal die Scheiße kompensieren zu können. Mein noch junger Bruder. Ja? Das, ja? Wie heißt du mit Nachnamen? Hühnerbein. Wie? Hühnerbein? Hühnerbein. Hühnerbein. Denkst du, du kannst das auch, wenn du Mohammed heißt, oder? Hattet ihr schon mal wegen eurem
Aussehen oder eurem Namen oder irgendwas Persönliches das Gefühl, andere wollen euch nicht akzeptieren oder verwehren euch etwas, was euch zusteht oder separieren euch aus der Gruppe oder ihr kriegt nicht dasselbe Feedback wie andere oder spürt irgendwas ist da im Busch. Ich hatte das oft. Und man kann es nicht immer so mit Schwarz-Weiß irgendwie belegen, ne? Aber vom Gefühl her hatte ich das schon oft. Wegen meinem Aussehen, wegen meinem Namen, wegen meinem Verhalten. Und hier geht es nicht zu sagen, alle anderen hatten es einfacher, sondern vom Gefühl her habe ich ganz schön oft Scheiße gefressen, weil ich aussehe, wie ich aussehe und heiße, wie ich heiße. Wie ist es denn mit euch? Die da im Gespräch vor mir sitzt und mit der ich zusammenarbeiten möchte, wie die Person aussieht, wie die Person heißt, welche Herkunft und so weiter, das spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Die Frage ist, was die Person kann und was sie drauf hat. Also schön hätte man es nicht formulieren können, ne? Also ich wünsche, dass wir in eine Welt gehen, die so wird eines Tages. Hat er echt schön gesagt, ja. Also das muss man ihm lassen, dem Henning. Wenn das wirklich das ist, was er glaubt und was er sich vielleicht auch wünscht, dann ist es was Schönes. Denn er hat recht, Aussehen, Herkunft, Nationalität, Geschlecht und all diese ganzen Sachen sollten keine Rolle spielen im Sinne von, dass man, also versteht mich nicht falsch, wenn ein Mann gesucht wird für einen Job und man braucht halt jetzt mal einen Mann, dann ist es okay. Wenn eine Frau gesucht wird, ist es okay. Wenn jemand mit gewissen Skills gesucht wird, ist es okay. Wenn jemand, der eine gewisse Sprache spricht, gesucht wird, ist es okay. Ja? Man kann ja schon als Mensch sagen, ey, ich habe ein Problem und ich habe ein Bedürfnis, ich brauche jemand Abgestimmtes. Das ist ja nicht schlecht. Wenn ich mich bewerbe für einen Job und der sagt, ey, wir brauchen dringend einen russisch sprechenden Mann. Ja, und ich bin ein türkisch sprechender Mann. Okay, dann guckt weiter. Ist halt so. Ja? Das sollte man dann anhand von Skills vielleicht separieren und nicht irgendwie wegen dem Nachnamen oder so. Ja? Was ja totaler Bullshit ist, Alter. Was aber heutzutage immer noch passiert, gerade auf dem Wohnungsmarkt, soll mir keiner was anderes erzählen. Wenn du einen türkischen oder einen arabischen Namen hast und dich auf eine Wohnung bewirbst und parallel ein deutscher Name reinkommt, soll mir keiner was erzählen. Ja? Kann sein, dass es sich gerade entwickelt und dass es positive Beispiele gibt, aber es ist nicht einfacher. So. Sag es, dass Herkunft, Haarfarbe. Aber siehst du das anders, dass es so eine Relevanz hat, was für Nachnamen man hat? Ja. Willst du Beispiele aus dem alltäglichen Leben? Also ich bin Sozialarbeiter in Berlin und ich arbeite seit 5 Jahren mit Menschen. Ich aus meiner Praxis, aus dem echten Leben, aus dem Leben, was ich draußen erlebe, kann dir sagen, es gibt Menschen, die finden aufgrund von ihrem Nachnamen keine Arbeit, keine Wohnung. Ja, das darf nicht sein. Also da bin ich komplett bei dir. Aber das ist so. Das ist halt so, weißt du? Deswegen, ich bin auch bei dir. Ich glaube, das ist für den Henning einfach voll schwer, wenn ich mich da hinsetze und sage, ja, das ist aber so. Ne, ich sehe an seiner Reaktion so, wie, das ist so, das ist, du lügst doch, so, das gibt's nicht. Und ich sage dem so, doch, Mann, das gibt's. Und zwar in vielen, vielen, vielen Städten, in vielen Bundesländern in Deutschland passiert genau diese Scheiße, die du nicht glauben willst. Frag mal die Abu Shakas, frag mal Miri, also, ne, also das Abu Shakas und Miri und El Zain und all diese Namen habe ich natürlich provokant genutzt, weil ich gehofft habe, dass er in dem Zusammenhang versteht, was ich meine, weil die halt medial überall präsent sind. Ne? Ich kann auch einfach irgendwelche anderen nicht-deutschen Namen aufzählen. Es ging mir einfach nur darum, populäre Namen zu nennen, dass er ungefähr weiß, was ich meine. Und ich will jetzt auch nicht irgendwelche Familien weder in Schutz nehmen noch diskriminieren. Es geht nicht darum, dass ich sage, ey, die sind alle gut und alles so und so. Ich wollte einfach nur ein prominentes Beispiel zeigen. Ne? Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber es gibt einen Haufen Menschen aus Großfamilien, die haben mit kriminellen Machenschaften nichts am Hut. Ja? Werden aber alle in einen Topf geschmissen. Und das muss man halt auch einfach mal ganz klar sagen. Als wäre jeder in so einem Clan, ja, schwerst kriminell. Nur weil 10 Onkel irgendwann mal Scheiße gebaut haben und du halt irgendwie 300 Onkel hast, ja, und die Medien das so aufgreifen. Weil ich selber kenne Jugendliche aus arabischen Großfamilien, die haben ihren Nachnamen ändern lassen, um
bessere Chancen zu haben in diesem Leben in Deutschland. Gebt euch das mal. Die haben ihren Namen ändern lassen, wegen dem, was passiert. Mann, der Name ist Identität. Das ist dein Name. Ja? Und das ist so. Ja? Auch wieder was ich gesehen und erlebt habe. Das ist jetzt nur ein, das ist halt medial gerade in aller Munde, ne? Wenn du halt so, es ist ein Stigma-Name. Aber auch ich mit meinem Namen. Am Ende ging es darum, ob wir uns nochmal treffen wollen. Und was niemand von euch weiß und was niemand weiß, der dieses Video gesehen hat, es ist was passiert, was hinter den Kulissen war. Deswegen konnte auch keiner eine Kamera draufhalten. Aber das erzähle ich euch gerne. Nachdem die Show vorbei war, also nachdem die Kameras quasi aus waren, habe ich gesagt, ey Henning, hast du noch mal 2 Minuten, ich würde gerne mal mit dir reden. Da hat der Henning gesagt, okay, was los? Der hatte sein Hemd schon an, ich hatte meinen Dress noch an. Haben wir uns hingesetzt, kurz im Studio quasi, an so einen kleinen Tisch. Und da habe ich ihm nochmal gesagt, ey, pass mal auf, ich will dir nochmal ein Feedback geben. Nicht was gesprochen wurde, sondern wie gesprochen wurde. Und meiner Meinung nach warst du stellenweise sehr frech zu mir und ein bisschen von oben herab. Und deine Stimme, deine Sprache, deine Mimik, deine Gestik, dein Verhalten mir gegenüber war stellenweise sehr uncool. Das war manchmal aggressiv, das war manchmal frech, das war von oben herab. Und das habe ich ihm gesagt, Real Talk, nochmal konfrontiert. Er war überrascht, ja, dass ich so reagiert habe, glaube ich. Und ja, war, glaube ich, auch geflasht so ein bisschen, ne, weil er nicht damit gerechnet hat. Und dieses Feedback, was er von mir bekommen hat, ich weiß nicht, wie er dann im Nachhinein noch umgegangen ist, aber ich musste es ihm einfach nochmal sagen, weil ich dachte, ey, so wie du stellenweise mit mir geredet hast, so, ich war kurz an dem Punkt, dir eine zu geben, Alter. Ja? Und es hat mich halt aufgeregt. Aber ich bin natürlich auch ein Mensch, der nicht gerade für Gewalt steht und ich halte davon auch nichts, jemandem irgendwie Gewalt anzutun, ist nicht mein Ding. Ich bin, ich glaube eher, dass man mit Worten einiges regeln kann so. Und das wollte ich mir halt einfach nochmal sagen. Und das habe ich auch gesagt. Und ob er es angenommen hat oder mitgenommen hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich es ihm gesagt. Und ja, dementsprechend, das war halt noch hinter den Kulissen. Ne? Und ich würde Henning gerne mal nach 22 Uhr nach Neukölln mitnehmen, um mal so eine schöne Shisha zu rauchen zwischen den ganzen Achis da. Und mich weiterhin gern mit ihm unterhalten. Und dann gucken wir mal, wie das Gespräch so wird. Stellt euch vor, Alter, wir sitzen in so einer Shisha-Bar, überall so Wadax, alles so Schwarzköpp, alle voll nett, bieten den Chai an, reden so, nehmen den so in den Arm, so ein Dings und so ein bisschen was geht, Alter. Und dann kriegt er nochmal so einen richtigen Kulturschock wahrscheinlich. So, Freunde, nochmal Feedback zum Henningovic, ja. Nicht die Lebenserfahrung hat. Ich will noch mal was dazu sagen. Ey, der Henning, das habe ich auch in dem YouTube-Video gemacht, was ich über das ganze Video erzählt habe. Der Henning ist ein sehr junger Typ. Und egal, was der erzählt hat, am Ende des Tages bleibt es ein 20-Jähriger im Kopf, auch einfach noch ein unerfahrener, meiner Meinung nach ein unerfahrener Mensch. So. Was der sagt, wie der sagt und wie der es meint und so, mal dahingestellt, er ist noch sehr jung. Offensichtlich, dass er noch vieles lernen muss. Dass er einiges schon kann und Bewundernswertes auch schon hingelegt hat. Ne? Und quasi so wunderkindmäßig Sachen gemacht hat. Ey, Respekt, Respekt. Aber in diesem Format hätte ich mir jemanden auf Augenhöhe gewünscht. Ein 30, 35, 40-jährigen Unternehmer. Der vielleicht eine ähnliche Meinung hat, der aber auch schon ein bisschen was vom Leben gesehen hat, ja, mit dem man sich mal so hätte fetzen können, was ja nicht ging, weil ich kannte die Person nicht, die kommt, aber hatte dann natürlich auch kein Mitbestimmungsrecht, aber in diesem Fall fand ich es halt einfach erstmal stark, dass der das überhaupt gemacht hat, daran teilgenommen hat und ich hoffe, der hat was mitgenommen aus diesem ganzen Spektakel. Ich fand die Kommentare unter dem Video teilweise echt krass, viele haben gesagt, ey Burak, wie kannst du diese Ruhe haben? Krass für den Respekt, den du denen gibst und irgendwie, dass du das überhaupt halt alles so mitmachst. Aber, Freunde, für mich ist es halt einfach ein 20-jähriger Mann, ein junger Mann. Und als ich 20 war, ey, ich war auch
Mann, sehr unerfahren und alles, was ich gesagt habe, war auch dementsprechend, ja. Deswegen, seid nicht zu hart zum Henning und klar, vieles, was er gesagt hat, ist vielleicht anders als das, was meine oder vielleicht auch eure Meinung ist. Aber der hat einfach noch einiges zu lernen. So wie ich auch noch einiges zu lernen habe. Ich habe die Weisheit auch nicht mit dem Löffel gefressen. Ich bin 10 Jahre älter als er knapp, aber ich habe auch noch viel, viel, viel zu lernen. Ich bin noch so unerfahren in vielen Sachen und es wird wahrscheinlich auch noch ganz lange dauern, bis ich an den Punkt komme, dass ich sage, ey, so, ich weiß jetzt so ein bisschen, wie das Leben funktioniert. Ne? Und ob man überhaupt an den Punkt kommt, ne? So schnell wie das Leben geht, das weiß ich gar nicht. Aber im Falle von Henning muss man sagen, Props für den Mut und hoffentlich hat er was mitgenommen und das wird schon noch. In diesem Sinne, falls du das siehst, Henning, Peace, mein Bruder, liebe Grüße, kein böses Blut, Respekt für das, was du machst, Respekt für das, was du geschaffen hast und hoffentlich hast du das Feedback, was ich dir gegeben habe, ein bisschen mitgenommen, das ein oder andere Kommentar auch dir gut durch den Kopf gehen lassen und jetzt geh deinen Weg, Digga. Sei einfach respektvoll und höflich und versuch Menschen irgendwie zu helfen und zu supporten in deinem Leben, auch wenn du aufs Business raus bist und so. Das wollte ich einfach nochmal loswerden.